Wisst ihr, was Naturerlebnis ist? Wisst ihr, was die Salza ist? Das sagen und erklären wir euch heute in dem Video, also bleibt dran. Yo! Wir begrüßen euch zu einem neuen Video, der Wolfgang. Grüß euch alle miteinander, grüß dich Hans. Und ich, der Johann Troppacher. Und wir sagen gleich einmal Danke an euch alle, weil ihr seid der Grund, warum wir weitermachen. Genau, also der Zuspruch von den ganzen Kommentaren, was ich mir so durchgelassen habe, das war so positiv. Und ich kann nur sagen Danke, weil wir haben mit denen überhaupt nicht gerechnet. Und es sind viele interessante Rückfragen gekommen über spezielle Themen. Die werden wir jetzt in den nächsten Videos wieder weiter aufarbeiten. Wie der Wolfgang schon sagt, es werden weitere Videos von uns folgen. Ich blende euch da oben jetzt gleich mal ein Video ein. Das war das erste Video, wo wir gestartet haben, wo ihr uns extrem viel Feedback gegeben habt. Wie gesagt, danke dafür. In dem Video geht es diesmal um Naturerlebnis, Fliegenfischen, was der Wolfgang und die Familie Pirwetz darunter versteht und um das Naturjuwel, die Salza. Wolfgang, was ist die Salza? Die Salza entspringt eigentlich im Niederösterreichischen draußen, da in Derz, okay. Ganz im Hinterland, fließt dann Richtung Gusswerk, weiter runter Richtung Wildalpen in die Enz. Und da sind einige starke Zubringer, so wie Hubertussee, die Walster, ist ein zweiter Ursprung, was eigentlich einmündet, vor Mariazell von Kreuzberg. Ja. Und das ergibt eigentlich die Salza und das ist ganz was Besonderes von früheren Aufzeichnungen her schon. Also wir befinden uns da jetzt in der Nähe von Gusswerk und auch von den Wildalpen. Das heißt, wie gesagt, da hinten fließt sie. Kann ich auch ein paar Einblendungen gleich mal machen, wie die ganze Sache da von oben ausschaut. Wie gesagt, wir sind mitten in der Steiermark jetzt da. Also es entsteht in Niederösterreich und fließt dann in die Enz in genau, der Steiermark ja. Und hat bis zu 125 Zubringer sogar, glaube ich. Gell? Also ist ja, extrem. Circa. Ich weiß nicht auswendig, da müssen die jetzt lehren, aber es ist nicht wenig. Von jedem Seitental eigentlich kommt irgendein Bacherleiner oder ein kleiner Rinnsal und das speist halt zusätzlich. Und die Salze ist ja nicht nur bekannt fürs Fliegenfischen, sondern auch fürs Badeln. Fürs und, Raften. Und fürs Raften, genau, im unteren Teil. Also ihr seht schon, wir sitzen da jetzt im Fuße. Also im Tal, das ist im Fuße von den Bergen und überall da kommen von alle Richtungen Zuflüsse und da vor uns fließt das schöne Salza. Und ich denke, wir werden jetzt einfach einmal gleich mal mit euch ans Wasser gehen, dass wir euch ein bisschen mehr von der Salza euch noch erzählen können. Und auch, ja, ich werde noch ein bisschen lächeln mit weiteren Fragen. Genau, eins muss man dazu sagen, wir bewirtschaften ja nur einen kleinen Teil, das sind circa nicht ganz 10 Kilometer, was wir bewirtschaften in der Familie und ja, der Rest ist auch durch uns eigentlich sehr bekannt worden. Man findet auch in viele Bücher, so wie vom Ernest Hemingway, das hat mir einmal ein guter Fischerkollege gesagt, das ist ein Buch aus dem Amerikanischen, der hat geschrieben die drei schönsten Dinge in seinem Leben. Noch einmal ein Haus am Strand, eine rothaarige Frau und nochmal Fischen an der Salza. Und früher haben schon die Herrschaften und die Adeligen gewusst eigentlich, die schönsten Platzerl fischereilich gesehen. Man sieht ja auch da und in dieser Region, dass das ja wirklich auch schon sehr lange in Österreich bewirtschaftet wird, jetzt nicht nur in puncto Angeln, sondern auch Forstwirtschaft und vor allem auch eine richtig große Jagdwirtschaft. Genau, ob es die Bundesforste sind, die österreichischen, die grenzen da an uns an, von denen wir als Gewässer in Pacht oder die Stadt Wien. Also es spielt eins ins andere und durch das haben wir da eigentlich so eine wunderschöne, faszinierende Gegend. Ich bin früher viel in der Weltgeschichte immer umgefahren, in ganz Österreich, habe eigentlich, aber hätte ich brauchen nur über zwei Berge umfahren, in die Salza. Ja, und da bin ich eigentlich hängen geblieben und das ist mein Herzblut da herinnen. Kann man verstehen, kann ich auch verstehen, wie mir die Salza hat. Also wenn ich da bin, ich komme immer wieder runter. Es ist einfach, wie gesagt, einfach ein wunderschöner Part und Teil von der Steiermark. Müsst euch unbedingt einmal anschauen. Und es ist wunderbar zum Akkus aufladen, zum Entspannen nach einer stressigen Woche, weil das habe ich oft genug. Und
die Natur allein, da geht es nicht einmal ums Fliegenfischen. Das möchte ich euch immer wieder klipp und klar sagen. Es geht ums Naturerlebnis und da sind wir dort. Fischerei ist eine schöne Nebensache. Ja. Aber das Naturerlebnis selber, das sollte im Vordergrund stehen, das beobachten. Und wenn ein Fliegen oder ein Wespen oder ein Hummel da durch die Gegend zischt, ist genauso schön für mich, als wenn ich eine schöne Eschen fange. Ich meine, ich bin da mittlerweile im dritten Leben angekommen. Es gibt drei Fischerleben, sage ich mal. Das erste ist Fischen, Fischen, Fischen. Das wirst du auch kennen. Das zweite, was uns vorgaukelt wird, ist immer der größte Fisch. Wenn ich in die Fachzeitschriften schaue und so, du siehst nie einen kleinen, weil das ist eigentlich der Wichtigste. Bei mir ist immer wichtig die Alterspyramide. Die besteht aus einer breiten Masse von kleinen, naturgewachsenen Fischen. Ja. Und hier und da ist dann einmal ein Ausreißer dabei. Das ist die Spitze des Eisberges. Aber es wird uns leider in die Fachzeitschriften anders verkauft. Und die dritte Phase, da bin ich jetzt schon seit 20, 25 Jahren, das ist das Naturerlebnis, was ich euch näher bringen will mit dem Hans. Und da gehen wir nachher noch einmal viel genauer auf das ein. Wir werden auch viel genauer nachher noch auf die Salzer eingehen. Genau. Ich darf jetzt gar nicht zu viel verraten, aber wird auch ein weiteres Video folgen. Natürlicher Fisch und eben Aufzuchtsfisch. Das ist wieder ein anderes Thema, aber in dem Video geht es jetzt einmal um Naturerlebnis und um die Salzer und deswegen gehen wir es einmal an. Kommt einmal mit. Wir nehmen euch einmal mit. Wir sind jetzt direkt im Flussbett an der Salzer angekommen. Ihr kriegt es im Hintergrund schon mit, die Strömung vom Fluss. Naturerlebnis. Das Naturerleben, Naturerlebnis Fliegenfischen. Was heißt es für dich und für euch, Fliegenfischern, die Natur erleben? Die Natur erleben, da gehören einige Punkte dazu. Erstens einmal mit offenen Augen durch die Natur gehen. Viele haben ja durch die Arbeitswelt, durch die hektische einen Tunnelblick. Und so wie es du gesehen hast, das ist jetzt nur Kleinigkeit gewesen. Du hast die Kamera positioniert da in der Seichtwasserzone. Und ich habe da schon gesagt, etliche Brütlinge, frisch geschlüpfte, im Uferbereich. Wo ein bisschen Wasser war nur und zusätzlich sind einige Sachen umgekrabbelt am Gewässergrund. Schön ist auch das, um auf die Salzer da einzugehen. Die Salzer hat da jetzt, wie ihr seht, einen Strömungsdruck. Und auf dem Bereich da hat sie so, kann man sagen, so Stillwasserbereiche, wo wirklich die Brütlinge, die Jahrlinge, also wie gesagt, die, was heuer geschlupft sind, die ganzen kleinen Fische, eine Rückzugsmöglichkeit, wo sie geschützt sind vor Räuber und wo sie die ersten Monate eigentlich gut aufwachsen können und ja, nicht gleich gefressen werden von den Großen. Und auch unter anderem, wie es leider in vielen Gewässern schon der Fall ist, gleich einmal weggespült werden. Weil wenn einmal Wasser kommt, haben sie keine Rückzugmöglichkeiten in vielen anderen Gewässern. Das bietet aber hier die Salzer, weil wie ihr seht, da ist nichts verbaut. Und genau. Das ist auch ein weiterer Punkt, Naturerlebnis da für mich. Da muss man natürlich dazu sagen, auch, so wie es in der Salzer ist, ich meine, außer Raum Gusswerk oben, da haben wir zwei, drei Kraftwerkstufen, aber der Rest ist da unverbaut. Wir haben natürlich einen Geschiebehaushalt im Flussbett selber. Also die Schoderbank, was ein Jahr vorher bei der Position war, kann sein, nach dem nächsten Hochwasser, dass es ein paar hundert Meter weit unten ist. Also der natürliche Geschiebehaushalt, kannst du genauer ein bisschen noch darauf eingehen?
Der natürliche Geschiebehaushalt in viele Gewässer durch den harten Wasserverbau, trapezförmiger Auslegen mit Steinschlichtungen, ist das Wasser schnell weg, aber das Problem ist, es wird nicht gebremst. Das merkt man dann in den gewissen Tälern, wenn es dann riesengroße Überschwemmungen haben, weil das Wasser fließt schnell ab, wenn ein Hochwasser ist. Ja. Aber wenn es nur so einen kleinen Angriffspunkt hat, dann richtet es einen irrsinnig großen Schaden an oder große Wirkung. Und das ist da nicht der Fall. Weil aufgrund vom Strömungsdruck, genau, und Strömungsgeschwindigkeit. Strömungsgeschwindigkeit erzeugt Strömungsdruck. Das kann ich euch sagen, bei mir unten am Po, genau, ist das so verbaut, ist die größte Wasserscheide von Norditalien, Schweiz, teilweise Frankreich. Mhm. Und der druckt richtig an, der Fluss, wenn er steigt. Steigt schnell, fällt auch wieder schnell. Und da muss man sagen, an der Salzarena, durch die Schotterbänke, durch die Steine, die im Wasser liegen, wir werden euch dann auch noch ein paar Sachen einblenden, das nimmt alles Strömung heraus. Es entstehen Verwirbelungen, ist natürlich super für die Fische, dass sie sich dahinter positionieren und mit weniger Energie Nahrung aufnehmen. Und weniger Energie verbrauchen, dass sie gegen die Strömung ankämpfen. Bei 16 im Uferbereich viele Bäume, dann Gewässerausbuchtungen, Stauden, Büsche, was reinhängen. Und das bremst das Wasser, wenn ein Hochwasser daherkommen sollte. Also das Wasser bleibt eigentlich immer im Flussbereich rennen, wo es eigentlich hingehört. Wie gesagt, vorher zu den harten Wasserverbau, das Wasser ist schnell weg, aber hat eine irrsinnige Zerstörungskraft, wenn dann das Highspeed-Wasser, sage ich wie in der Formel 1, daherkommt, zu irgendeiner Engstelle einen Angriffspunkt findet und dann entstehen die Naturkatastrophen teilweise. Das rammt durch, sage ich immer, bei uns. Ja, genau. Das Schöne ist auch, wie du jetzt gerade gesagt hast, das blende ich jetzt auch ein, eben diese Verbauten und diese Steine, was mitten im Fluss da sind, was diese Wasserverwirbelungen erzeugen, bremst ja nicht nur, wie du auch gesagt hast, den Fluss, sondern bietet ja auch die perfekten Möglichkeiten für die Salmonoiden, für Forelle, Esche. Genau. Oder auch, was jetzt da nicht befindet, aber kann man auch sagen, auch für Huchen, also alle Salmonoiden, was in stark strömenden, kalten Wasser leben, haben die perfekten Bedingungen da, um zu überleben. Genau. Und das heißt ja auch, Nahrung, Standplätze, genau, Brutplätze, Unterstände etc. Wie gesagt, hast du noch etwas zu erläutern im Punkt der Naturerlebnis? Ja, Naturerlebnis. Wenn man mit offenen Augen durch die Natur geht, zum Beispiel, so wie wir vorher angeredet haben, da schwimmen Brütlinge von uns, Köcher fliegen, Krabben schon wieder und und. Das ist eigentlich die halbe Miete beim Fliegenfischen. Einmal schauen, welche Insekten schwirren an der Wasseroberfläche um und um. Oder wenn es einen Fisch irgendwo stehen setzt, dann schaut es einmal ein paar Minuten zu. Das mache ich gern, bevor ich zum Fischen anfange. Wo nimmt er die Nahrung auf? Wenn er nur am Gewässergrund hin und her kurft, ist wurscht, ob die Esche, Forelle, wie auch immer, dann wird er eher Bodennahrung nehmen. Und da haben wir genug da drinnen. Wenn er natürlich an der Wasseroberfläche, wenn sie beobachtet, immer wieder mal eine Fliege schnappt, dann wäre natürlich auf die schönste Art der Fliegenfischerei umstellen, das ist die Trockenfliege. Wenn wir Fliegen schnappen, schauen, wie die ausschaut und dann dementsprechend den Fisch anwerfen. Aber es ist ja, Entschuldigung, dass ich noch was sage, es ist ja nicht nur die Fliegenfischerei, was da herinnen so spannend macht. Vielleicht haben wir als Glück einmal in nächster Zeit, wenn wir wieder mal da sind, wir zeigen euch dann vielleicht einmal ein Reh, was im Wasser steht, oder ein Hirsch, wie auch immer. Oder im Uferbereich eine Wasseramsel oder ein Gänsesäger. Das gehört alles zum Naturerlebnis dazu. Und da also, sind wir dort. Das auch erleben und die Natur, ja, auch, wie gesagt, zu bewundern. Das war einer der spannendsten Themen, wo ich Wolfgang begleiten habe können, wo er mich und auch euch aufgeklärt hat im Punkt der Trockenfliegenangeln, also dieses Surface, dieses Oberflächenangeln. Da gibt es auch ein Video, das blende ich euch jetzt da oben ein. Schaut euch das einmal an. Und wir gehen jetzt einmal ein Stück weiter, weil der Wolfgang hat euch jetzt noch das ein oder andere über die Salza zum erzählen. Kommt einmal mit. Ein wichtiger Punkt jetzt da, was die Salza so besonders macht, kann ich jetzt da der Wolfgang auch erklären. Was ist für die Fische wichtig, dass sie da so leben können, also der Lebensraum? Was macht es so speziell?
Das Rennen, erstens einmal, das haben wir vorher gerade angesprochen, das ist der natürliche Geschiebehaushalt. Der spielt einmal eine große Rolle, dann im Uferbereich eigentlich die ganzen Standplätze, so wie für die Bachforelle, dass er sie zurückziehen kann und. Ausgeschwemmte Steine, Uferbereiche, Wurzeln, die Bäume, was da einer fallen ins Wasser. Das sind alles Standplätze für die Fische, da sind sie geschützt und können sie verstecken vor dementsprechenden Räuber. Also gibt es schon gröbere Unterschiede, wo ich jetzt einmal sage, eine Bachforelle zu einer Regenbogenforelle vom Standort, gibt es da Unterschiede? Ja, die Bachforelle steht mir in die Uferbereiche, irgendwo, wo es eine Versteckmöglichkeit hat. Die Regenbogenforelle wird sie eher im freien Wasser draußen aufhalten, so wie da in die Strömungsbereiche. Also eher da so mittig nachher? Okay. Genau, mittig und auch die Esche. Aber das muss ich dazu sagen, da habe ich schon einige Diskussionen früher mit Spezialisten gehabt im Bereich Fliegenfischen. Die Esche geht auch in geschützte Bereiche rein. Das habe ich nie für möglich gehalten, weil in den Büchern steht sie eigentlich immer, die hält sie im freien Wasser auf. Aber so wie drinnen bei uns, wenn wir die Wals dann noch bewirtschaftet haben, Richtung ja. Hubertussee, ist die Esche auch teilweise in die Büsche unterhalb reingefahren, in die geschützten Zonen. Okay, ja. Also ich will da gar keine These aufstellen. Der Fisch regelt sich das eigentlich selber, was ihm passt. Und vor allem, glaube ich, ist das nicht nur wie bei mir in den anderen Fischorten auch so. Ich glaube, dass die Fische auch sich zur Jahreszeit natürlich anders verhalten mit ihren Standplätzen. Ist das jahreszeitenabhängig, oder? Ja, schon. Es kommt natürlich auf die Wassertemperatur drauf an, Fließgeschwindigkeit und. Dann Laichzeit, Winterzeit, genau. Sommerzeit, Frühling. Alles, was da kreucht und fleucht. Wenn wir zum Beispiel, wie wir das auch schon gehabt haben, einen Schlupf haben, wo wirklich viele Insekten zugleich schlüpfen, kann es sicher sein, dass dort die Forellen und auch die restlichen Salmonoiden anzutreffen sind. Die kriegen das als erstes mit und verlassen dann hundertprozentig ihre Standplätze, um natürlich dort auf Nahrungssuche zu gehen. Es ist auch während der Laichzeit, wenn Sie schaut, die Fische, die brauchen eine Körnung, vor allem die Eschen, so 3 bis 5 cm vom Durchmesser her, dass sie ihr Laichschäft vollführen kann. Also das sind keine Krautlaicher, sondern das sind Kiesleicher, wie genau, man sagt. Ja. Und davon gibt es in der Salza am Grund des Flusses genug Plätze. Das ist ja das Problem, warum in vielen Gebieten in Mitteleuropa eigentlich der Fisch keine Laichplätze mehr anlegen kann, weil wenn Sie schaut, sind die Staubereiche bei den Kraftwerken. Der Schlamm setzt sich ab, die Schwebstoffe, betoniert den Grund des Gewässers zu. Das ist wie eine Betonschicht, da muss dann der Bagger kommen, wenn sie die Staus oft niederlassen, ja. Die Schicht rausklopfen, was sie mittlerweile auch tun, damit der Fisch wieder ableichen kann. Und der Schlamm, was sich jedes Jahr darüber bildet, bildet meistens noch an diese Klärgase, das wird so richtig ein fauliger, grausiger Schlamm. Ja, das war eigentlich Sondermüll. Genau, und das ist auch so richtig, der ist meistens, so wie bei mir in Italien oder was ich auch in Österreich schon gesehen habe, auf gewisse Staubbereiche so dunkelschwarz, ihr nehmt den, der stinkt. Mhm. Da ist ganz wenig Nahrung drin, wenn überhaupt Nahrung drinnen ist. Sie können einmal laichen, sie können keine Nahrung mehr aufnehmen. Und das ist ja einer der größten Probleme, was wir auch mittlerweile in ganz Europa haben, dass die Flüsse nicht mehr, so wie da, naturbelassen sind. Genau, da muss man sagen, wir sind da wirklich im gelobten Land herinnen. Wir haben natürlich das Glück, dass wir dementsprechend auch die Fliegenfischer dazu haben, die unsere Bewirtschaftung mittragen. Und durch das haben wir so einen tollen Fischbestand in der Salza. Das habt ihr gesehen bei den letzten Videos. Da haben wir eigentlich nicht viel gefilmt, aber man fängt jetzt halt einmal Fisch. Und was für mich auch wichtig ist, das gehört auch zum Naturerlebnis dazu, das kann man nicht oft genug sagen. Da werden wir oft genug drauf angesprochen. Kein Massentourismus am Gewässer. Du sollst allein sein auf einem weiten Streckenabschnitt, dass du die Natur genießen kannst, dass nicht alle 100 Meter einer steht. Das will ich selber nicht. Und dass die Fische ja nicht verbrennt werden aufgrund vom genau. Hohen Angeldruck. Das ist zusätzlich noch und. Da spielen wieder viele Faktoren zusammen, und die dementsprechend ein Gesamtpaket ergeben. Und das bietet eben die Familie Bierwetz Naturerlebnis Fliegenfischen. Das bietet ihr zu mehr als wie zu Gänze, was ihr da auch versprecht. Ich weiß, von was ich rede, ich bin oft genug jetzt schon da gewesen.
Und es ist immer wieder nach meinen stressigen Touren einfach ein Overkommen da mit dir da drinnen. Ja, ich habe das Glück, dass ich die mit habe. Eins, weil wir können das endlich mal ein bisschen bildlich festhalten. Festhalten und ein bisschen weitergeben. Das nächste, was ja ist, ich komme ja hier und da, immer mittlerweile wird es immer seltener, in andere Regionen zum Fischen. Und nehmt euch einmal darum an, wegen der Fischqualität. Das möchte ich auch ansprechen, weil das habe ich mit dem Hans schon ein paar Mal diskutiert. Jetzt nehmt ihr irgendwo Tageskarten. Aber ich glaube, warte mal, Wolfgang, ich glaube, wir werden das jetzt so machen. Wir fahren jetzt auf zu euch einen schönen Teich. Ja. Und werden euch die Fischqualität auf dem Teich dort erklären. Dann seht ihr nämlich einmal ein weiteres Projekt von Jana, was da machen. Mhm. Ich würde sagen, wir wagen da schnell rauf. Genau, sage ich das wir nehmen euch mit. Genau. Ausnahmsweise nehmen wir euch jetzt mit. Ja, tun wir sonst nicht. So, wir sind jetzt angekommen bei einem weiteren wichtigen Punkt, was Qualität der Fische betrifft, weil da seid ja ihr auch ganz vorne dabei und Qualität der Fische, ja, was versteht man darunter? Wolfgang, kannst du es vielleicht den Zuschauern einmal erklären, was du unter Qualität von Fischen verstehst? Ich verstehe und dann qualitativ hochwertigen Fisch. Erstens einmal, dass alle Teile, aus denen der Fisch besteht, noch draußen. Weil ihr werdet oft sehen, vielleicht ist es in einem oder anderen schon passiert, der Kiemendeckel fehlt. Ich kenne das, wo nur halber der Kiemendeckel da ist. Genau. Das kenne ich von meinen Zuchtforellen aus Italien. Genau. Oder die Lippen ist ausgerissen. Oder die Flossen sind angeknappert. Und da muss ich sagen, da lege ich schon sehr viel Augenmerk drauf. Nicht nur ich, sondern auch der Vater, der Armin, die ganze Familie. Dass das nicht der Fall ist, weil der Fliegenfischer bezahlt ja gutes Geld eigentlich, wenn er Tageskarte wo löst. Und im Grunde genommen eigentlich, wenn man sich dann die Fische anschaut, der Fischzüchter kommt, haut die rein und dann fischt eigentlich auf sogenannte Teichtodel, sage ich immer. Ja, Zuchtodel. Und das soll es eigentlich nicht sein. Da lege ich mittlerweile sehr viel Augenmerk drauf. Und das werdet ihr auch bei uns gesehen haben in den vergangenen Videos und auch in die zukünftigen. Ihr werdet sowas bei uns nicht finden. Da sind wir wieder beim natürlichen Fischmaterial. Da würde mich jetzt noch mal interessieren, kannst du uns erläutern, wie das entsteht, dass zum Beispiel noch halber der Kiemendeckel da ist oder dass ich weiß, warum die Fische hinten oft keine Flossen mehr haben. Ja. Aber das wäre vielleicht auch ein Punkt, was die Zuschauer vielleicht auch interessiert. Das ist, der Fischzüchter hat große Teichanlagen. Da schaut er, dass er so viel wie möglich Fisch reinhaut. Eben, mehr Fisch, mehr Geld. Genau. Dann wenig füttert Qualität. Das dementsprechend und die Fische, die weniger Nahrung erwischen oder wenn zu viele Fische im Teich drinnen sind, die fressen sich dann gegenseitig die Flossen an. Bei den Kiemen, das kann hier und da sein, aus natürlichen Überzüchtung? Gene vielleicht, dass da irgendein Fell entstanden ist oder von der Laichzeit her schon. Okay. Von irgendeinem Kampf, wie auch immer. Das einmal akzeptiere ich es, aber nicht, wenn das dann bei 10 gefangenen Fischen 3-4 Mal ist. Ist da was Wahres dran? Ich kenne das auch, wenn die Flossen oft angeknappert sind, dass in diesen sogenannten Zuchtbeckenpools einfach zu viel Fisch auch drinnen sind. Ja, genau. Dass sie denen nachher zu nahe stehen und dann auch genau, ein bisschen Platzverdrängung. Aus Langweile und. Als Platzverteidigung und so fressen sie sich die Flossen an. Und da ist, muss ich sagen, das kann es eigentlich nicht sein. Also ich will das nicht. Nein, ich will nicht einmal so einen Fisch essen, geschweige denn fangen. Aber um darauf zurückzukehren, was verstehst du unter einem qualitativ guten Fisch? Wir wissen jetzt, was kein qualitativ guter Fisch ist. Was ist ein qualitativ guter Fisch? Erstens haben wir in einem von den letzten Videos haben wir es angesprochen, er muss zeugungsfähig sein. Wenn er nicht natürlich aufwachsen kann, was natürlich der Optimalfall wäre, und besetzt wird, der Fisch sollte zeugungsfähig sein, wo es ins Gewässer reinkommt. Ja. Wir haben natürlich es gekriegt, wir haben sehr einen natürlichen Fischbestand, weil sich die Fische durch den natürlichen Geschiebehaushalt und weitere Faktoren vermehren können natürlich. Ja. Freilich werden extrem viel gefressen, das haben wir schon angesprochen in einem von den letzten Videos. Aber das ist für mich der wertvollste Fisch. Ja. Alles andere, hier und da tut man zur Blutauffrischung, dass keine Inzucht entsteht, dementsprechendes Besatzmaterial großziehen. Da sind wir jetzt dort, das haben wir was zeugungsfähig ist. Was man sagen muss, das ist ja auch da, genau. Was im Hintergrund da passiert, wo, Entschuldigung, dass ich jetzt unterbrich, aber kein die Problem. Fische in einer gewissen Stückzahl auf die Größe des Gewässers natürlich aufkommen können, starke natürliche Fische werden genau. Und die nachher weiters
zugeführt werden, der Salzer. Um sich fortzupflanzen und den Naturbestand zu erhalten. Um Blutauffrischung zu machen und um die Genetik zu mischen und zu stärken. Kann man genau, das so richtig ja, sagen? Ja, ist so. Und deswegen sind die Fische da auch so robust, so schön und auch ja, so stark und überlebensfähig. Danke für die aufschlussreiche Erklärung, was ein qualitativ guter Fisch ist, Wolfgang. Ja, gern geschehen. Also, ich kenne es nicht anders, weil wir eben dementsprechend unser Gewässer bewirtschaften. Ich bin froh, dass ich das einmal so kennenlernen habe dürfen und ich bin sicher auch froh, dass ihr die Informationen auch gekriegt habt. Ihr macht ja viele weitere Projekte auch noch, was die Salzer in Bewirtschaftung betrifft, mit neuen Projekten, was in puncto die schwarze Pest, sage ich immer, in Italien, die Kormorane. Da habt ihr auch einige Projekte laufen. Ja, ich meine, wenn ihr da dementsprechend was wissen wollt, dann bitte schreibt es in die Kommentare rein. Und wir werden dementsprechend wieder ein Thema aufgreifen, wo viel Nachfrage ist oder viel Information benötigt wird, wie auch immer. Genau. Und wir werden das dann wieder in einem weiteren Videos für euch so gut wie möglich, so sachlich wie möglich darstellen und präsentieren. Und so, wie gesagt, unverschönt und realistisch, wie es wirklich ist. Ja, ich will da eigentlich nichts schönreden oder sonst irgendwas. Wir haben genauso die Probleme mit den gewissen Tierchen, was unseren Fischbestand dezimieren wollen. Aber ich muss sagen, durch den natürlichen Fischbestand eigentlich hat er wenig Angriffsmöglichkeit oder wenig Chance. Man hier und da wird es einem schon gelingen, dass er einen putzt. Ist so. Oder der Vogel, wie auch immer. Das aber, ist Natur. Ja, das ist Natur. Das hat es früher auch schon gegeben. Und das ist aber das Tolle auch, was ich vorher angesprochen habe. Ihr betreibt da erinnern auch unter anderem Naturschutz, um nicht irgendwas so wie ein Kormoran oder ein Fischotter auszurotten, sondern einfach natürlich dagegen zu wirken, dass Platz für jedes Lebewesen ist, was auch Berechtigung hat. Sagen wir so, dass wir das wertvoller genau ausdrücken. Und ich glaube, damit werden wir jetzt auch dieses Video in puncto Salzer abschließen. Ich sage wieder, bitte abonniert den Kanal, schreibt uns was in die Kommentare rein. Wir werden weitermachen und weitere Videos produzieren. Ja, mich hat es gefreut, dass du uns wieder zugeschaut habt. Danke für die letzten Videos, der Zuspruch war gewaltig. Also das hat mich halbwegs von Sessel geschmissen. Das weil das mich ist eigentlich aus einer, ja, aus einem Spaß heraus entstanden, das erste Video. Aber dass das so angenommen wird, für das seid ihr verantwortlich. Darum bitte schreibt, was wissen wollt. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Euer Johann Tropacher. Ja, einen schönen Gruß wie immer halt aus dem Salzer, da der Wolfgang. Tschüss. Grüß euch.